Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Food Diary für euch. Es ist wie die letzten Male nicht jede Kleinigkeit dabei, weil ich halt nicht immer zu Hause war und auch sehr oft arbeiten muss und dann nicht filmen kann. Aber desto trotzdem sehr schöne Mahlzeiten mit dabei. Gerade wenn ihr so auf gesunde Ernährung achtet und euch möglichst ausgewogen ernähren wollt. Aber nicht, also keine Angst, es ist jetzt nicht zu hypergesund. Ich weiß nicht was, ich bin noch keine Vegetarierin und keine Veganerin. Also falls ihr dagegen wird, dann solltet ihr jetzt wegschalten, weil ich esse schon manchmal Fleisch und eben auch Tierprodukte. Meiner Meinung nach muss es einfach jeder für sich selbst wissen. Und ja, ich will auch gar nicht so lange reden, weil ihr alle, die eingeschaltet habt, wollt jetzt einfach nur ganz, ganz viel Essen sehen. Und es ist jetzt auch, was ihr bekommt. Falls es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, damit ich einmal ein Feedback dafür habe. Und abonniert mich. Darüber würde ich mich super freuen. Nachdem ihr das Food Diary gesehen habt, solltet ihr unbedingt mal auf meinen Instagram-Kanal gehen. Da heiße ich Aileen-LA-. Guckt es euch mal an, vielleicht gefällt es euch. Und ciao, also ciao. Also das ist jetzt mein Frühstück. Aus dem reinen Obst- und Gemüsetag ist nichts geworden, wegen dem hier hinten. Bondeos heißt es. Da gibt es auch ein Rezept auf meinem Kanal dazu. Die sind so mega lecker. Und ja, deswegen habe ich dann hier Blaubeeren, Pflaume und hier eine Mandarine. Ich finde, es sieht voll lecker aus und ich werde es mir jetzt auch schmecken lassen. Und ja, zum Mittag gibt es Gemüsesuppe und dann gehe ich arbeiten. Und das war's dann auch. Gestern habe ich ungefähr für 600 Tage gegessen. Das war echt krass. Man hat mich angeguckt und nach dem Motto, oh mein Gott, wie viel passt denn dir rein? Yes. Naja, bis später. Ciao, ciao. So viel zum reinen Obst- und Gemüsetag. Wir hatten gerade noch so Börek zu Hause. Das ist aber nicht das klassische mit Schafskäse, sondern mit so Hühnchen gefüllt. Ich glaube, die gab es bei Aldi. Und das ist einfach so lecker. Ich musste das essen. Und ja, mein Vormittagssnack beim Lehrer. Das ist jetzt mein Mittagessen, Gemüsesuppe. Und ich gehe jetzt gerne das Risiko ein, dass Hunderte in die Kommentare schreiben werden, das ist so eklig. Nein, Leute, es ist überhaupt nicht eklig. Es ist so lecker. Und ja, da ist jetzt Kohl drin, ne? Aber es schmeckt überhaupt nicht eklig oder so, sondern es ist richtig, richtig lecker. Und es ist eine pure Vitaminbombe. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Und ich lasse mir jetzt schmecken, bis ich dann gleich zur Arbeit gehe. Bis, ja, wahrscheinlich bis morgen. Oder? Vielleicht esse ich heute Abend dann nochmal einen Teller von dieser Suppe. Naja, ihr werdet es ja erfahren. Bis dann. Ciao, ciao. Guten Morgen. Heute gibt es mega viel bei mir zum Frühstück. Weil gestern habe ich ja kaum was gegessen und jetzt hatte ich heute Morgen schon ein bisschen Hunger. Also hier habe ich wieder Pondeos. Die sind so lecker. Mit dieser Kokoshaupe eben. Das ist dann immer so pur. Und dann auf der anderen Seite ohne Kokos tue ich dann immer Frischkäse-Marmelade drauf. Das ist Brombeermarmelade. Die ist richtig lecker, weil hier in Deutschland gibt es irgendwie nur Brombeergelee oder so. Und deswegen haben wir das mitgebracht aus Portugal. Richtig gut. Und hier habe ich so ein Ballaststoff-Knäckebrot mit Haferflocken und Leinsamen. Von Vasa gibt es das, gibt es aber nicht im normalen Rewe. Wir haben das bei Rewe City Center gekauft mit einer Scheibe Gouda-Käse, Paprika, Gurke. Und dann hatte ich irgendwie noch Lust auf mehr Gemüse. Dann habe ich hier noch kleine Tomaten und noch mehr Gurke. Und ich meine, Obst darf nicht fehlen. Dann habe ich hier noch eine halbe Banane und eine Pflaume. 0,75 Liter Wasser. Und das ist ein südafrikanischer, was steht da? Ich muss mal gerade... Bambo. Okay. Auf jeden Fall ist es ein... Das ist ein Rooibos-Tee, Rooibos-Vanille. Und ich tue da immer ganz gerne noch zusätzlich Zimt rein und Milch. Und süßen tue ich ihn mit Stevia. Am liebsten würde ich ihn mit Honig süßen oder mit Agavendicksaft. Aber ich vertrage beide nicht, kriege ganz schlimme Bauchschmerzen. Und ja, dann noch mein Riesenwasser dazu. Bevor ich aufstehe, trinke ich schon mal so 0,75 oder zumindest einen halben Liter Wasser, damit... Ja, mein Körper eben ausreichend mit Wasser versorgt ist. Und jetzt lasse ich es mir schmecken. Bis gleich. Es ist Abendessenszeit. Also hier haben wir so einen Salat mit Paprika, Tomate, Gurke und ein bisschen Avocado. Dann mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer gewürzt und oben drüber so ein bisschen Schafskäse.
Und dann kommen wir hier zur Veggie-Hauptspeise, für die, die kein Fleisch wollen. Auberginenscheiben angebraten, in Olivenöl wieder ein bisschen gepfeffert und gesalzen. Und darüber so Schafskäse, ist auch richtig lecker. Am besten ist noch, wenn der oben drüber gratiniert, aber das hätte jetzt zu lang gedauert. Und dann für die Fleischfreunde noch ein paar panierte Schnitzel. Naja, guten Appetit. Guten Morgen. Heute gibt es hier so ein Birchermüsli mit Himbeeren. Sieht wahrscheinlich nicht so geil aus. Aber es ist auf jeden Fall richtig lecker. Und dann noch meine Riesentasse Wasser. Habe ich schon angefangen zu trinken. Hier habe ich mir ein bisschen gemütlich gemacht mit einer Kerze. Und dann hier habe ich diesen türkischen Apfeltee. Das war diese Schätze des Orients Limited Edition, nenne ich es mal, bei Aldi. Da gab es richtig gute Sachen und ich liebe ja eh so türkisch-persisches Essen. Und ja, guten Appetit. Bis dann. Also ich esse gerade diese leckere Laugenstange hier und ich liebe das. Das ist jetzt so mein Vormittags-Mittagessen, Snack, vollständiges Essen, ich weiß nicht. Mal sehen, wie es sich so entwickelt. Und dann dazu dann noch diese Mandarine. Bis zum Abendessen sind es jetzt noch so 2 Stündchen und ich muss jetzt noch etwas lernen. Und ja, ich hatte einfach noch Hunger, beziehungsweise Appetit. Und dann habe ich mir hier noch so ein halbes Kürbiskernbrötchen gemacht. Und hier ist halt Frischkäse und Brombeermarmelade drauf und hier Gouda-Käse. Und ja, das werde ich jetzt essen. Mach das nicht los. Guten Appetit. Auf ein Bad. Ja, ich nehme jetzt so ein super schönes Schaumbad. Und das mit dem hier Kleopatras Geheimnis. Mit Milch, Honig und Mandeln. Zum Essen gibt es einmal so eine kleine Portion Guacamole. Tomate, Mozzarella, was noch gewürzt werden muss. Dann hier gibt es so Reis. Putenbrust mit Champignons und Paprika. Die Portionen, die ihr immer seht, das sind halt für uns alle zusammen. Und nicht, dass ihr denkt, ich esse alles alleine. Also bis morgen, guten Appetit. Also das ist mein Frühstück. Overnight Oats mit Zimt und Apfelmus. Dazu so Pflaumen. Habe ich halt gestern schon gemacht. Und heute trinke ich mal, abgesehen vom Wasser, dann diesen kleinen Milchkaffee. Guten Appetit. Heute Morgen gibt es so ein Kürbiskernbrötchen. Dazu ein Milchkaffee, wieder meine Riesentasse Wasser und Banane. Und dann wird so ganz leckeres Ofengemüse draus. Ich würze das jetzt noch mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch. Und es kommt dann in den Ofen und wenn es dann so fast fertig ist, tue ich noch ein bisschen Schafskäse drauf. Also und hier seht ihr noch den letzten Rest meines halben Apfels, den ich gerade gegessen habe. Yummy! Also das werde ich jetzt essen. Ist auch nur eine Portion für mich. Ich werde das jetzt zum Mittagessen und dann die zweite Hälfte nochmal zum Abendessen. Das war es auch schon, was ich heute dann essen werde. Und ja, irgendwie habe ich momentan nicht so viel Hunger. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, vielleicht noch ein paar Süßigkeiten, aber ist ja kein richtiges Essen. Falls ja, dann filme ich es noch für euch. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Ofengemüse mit zur Arbeit zu nehmen und dann halt nur heute Abend zu essen. Jetzt, bevor ich losgehe, esse ich jetzt hier noch diese 2 Knäckebrote. Jetzt seht ihr hier mein super leckeres Frühstück von heute. Ich habe mir hier einmal so einen Pflaumen-Apfelkompott gemacht. Und dann hier ist mein Frühstücksbrei. Ah, er wird jetzt schon dicker. Den habe ich mit so ein bisschen Banane angerührt. Oh nein! Ihr seht nichts mehr. So, jetzt seht ihr wieder was. So angerührt. Und jetzt warte ich, bis er eindickt. Weil ich nehme gerne ein bisschen mehr Flüssigkeit als irgendwie angesagt.
Und deswegen musst du immer ein bisschen länger warten. Aber es wird. Also, bis gleich. So sieht es jetzt angerichtet aus. Und ich muss euch sagen, es riecht so, so, so mega lecker. Das ist der Frühstücksbrei von, wie heißt das nochmal, von Alnatura. Aber die gelbe Version, weil ich wusste halt nicht, welche ich nehmen sollte. Und da habe ich die Zuckerangabe hinten bei den Nährwerten entscheiden lassen. Aber irgendwie sagt jeder, dass die rote Packung viel leckerer ist als die gelbe Packung. Und ich finde die gelbe Packung jetzt auch nicht so mega lecker. Aber ich habe mir gedacht, weil sie halt auch so viele Nüsse hat und schon mit Vanille angereichert ist, dass es dann gerade in der Kombination mit Zimt und so einem Pflaumen-Apfel-Kompott mega lecker ist. Das habe ich mir jetzt gerade gemacht. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ich will jetzt nicht lügen. Das hat jetzt doch schon eine gute halbe Stunde gedauert. Aber Leute, wenn ihr das riechen könntet, das lohnt sich wirklich. Und ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich trinke dazu Wasser oder ein Cappuccino. Ich weiß noch nicht, aber ich will es jetzt endlich essen. Habe jetzt keine Geduld, mir noch Milch aufzuschäumen. Und deswegen lasse ich es mir schmecken. Bis dann. Hier gab es eine Gemüselasagne, die war richtig lecker, mit Zucchini, Spinat, Tomate. Dazu gibt es auch noch ein Rezept auf meinem Kanal und ich kann euch nur empfehlen, die nachzumachen. Und das ist jetzt mein Frühstück, eine Kiwi, dazu zwei Knäckebrote, einmal mit Frischkäse und Brombeermarmelade, aber nicht Chili, sondern es ist halt richtige Marmelade noch mit diesen Kernchen, ich mag das voll gerne. Da so ein Baby Bell. Ich weiß, Baby Bell ist kein Käse, bliblablub, aber ich liebe Baby Bell. Und ein Stück Paprika obendrauf für die Vitamine. Dann hier ein Glas Wasser und dann hier so ein Latte Macchiato. Guten Appetit! Guten Morgen! Ich habe gerade meine Morgenroutine für euch abgedreht. Sorry für die abenteuerliche Kameraführung gerade. Also das ist, was ich heute frühstücke. Das ist der Frühstücksbrei von Alnatura mit Granatapfel obendrauf. Dazu gibt es so einen leckeren Latte Macchiato, extra mit viel Kaffee, so wie ich ihn am liebsten mag. Und dann hier mein Glas Wasser, was ich auch schon zur Hälfte getrunken habe. Und ich muss mich jetzt super beeilen, weil ich eigentlich schon in 10 Minuten los muss. Also bis dann, ciao, ciao! Also wie ihr seht, hat mich jetzt gerade der Heißhunger überfallen. Deswegen gibt es jetzt eine Birne und so zwei Lindt-Schokokugeln. Oh nein, die ist eingedatscht. Naja. Einmal hier in dieser dunklen Version. Und dann nochmal hier die Karamellversion. Also ich kenne beide. Und für alle Leute, die auf Zartbitterschokolade stehen, kann ich die schwarze Variante super empfehlen. Die ist so lecker. Das ist wirklich die beste. Ja, das ist einfach sensationell gut. Karamell ist auch sehr lecker, aber nicht zu schlagen mit der hier. Das sind beides ja so Special-Versionen, weil die klassischen, die Vollmilch-Schokolade nur sind. Die sind ja rot. Und das, in der Uni hatte ich noch so ein Körnerbrötchen mit Pute, genau war das. Und jetzt esse ich das.